Ja, hallo liebe Leute, ein neues Video zu FreeCAD. Hier möchte ich zeigen, die aktuelle FreeCAD Version 19, also die offizielle Version und die Entwicklerversion 20 und was in der 20 jetzt schon besser läuft als in der 19. Beginne ich mal in der 19er Version. Immer hier oben hinschauen, da haben wir die 19er, okay. Wir machen eine neue Datei. Ich mache jetzt genau dasselbe, was ich letztlich hier gemacht habe, und zwar so eine Verschraubung. Das heißt, ich fange an mit dem Körper, mache eine Zeichnung, die mache ich auf der XZ-Ebene und dann drücken wir da einmal OK, erzeugen einen Kreis, der kriegt einen Durchmesser von 20 mm, schließen das Ganze, erzeugen eine Aufpolsterung, die wird 60 lang. So, dasselbe mache ich jetzt in der 20er Version. Das heißt, neue Datei, Body, und dann haben wir hier die, machen wir es auch so wie in der einen, die YZ Ebene und OK drücken. Da machen wir einen Kreis. Er hat sich vom letzten Mal gemerkt, hier in der 20er Version, dass ich Durchmesser bemaßt habe. Das ist, hier muss ich das nicht umstellen. Jedes Mal wir bemaßen den Durchmesser und das sind auch die 20 mm. Schließen. Aufpolsterung 60 mm. So, jetzt haben wir in beiden Versionen dasselbe konstruiert und jetzt sollen hier eben die Helix drauf konstruiert werden für ein Gewinde. Das heißt, ich erzeuge, wir sind wieder in der 19er, machen wir hier erstmal weiter. Da soll eine neue Konstruktion, also ein Sketch generiert werden. Der wird auf die XY-Ebene konstruiert und dann zeichnen wir hier erstmal ein Rechteck ein. Und dann da ein Polygon obendrauf. Den hier, den mache ich blau. Und dann können wir das Ding erstmal bemaßen. Und zwar das Maß hier, das wird 1,9 mm. Das Maß hier 0,1 mm und dann haben wir die Höhe hier, also das senkrecht, das wird 1 mm und dann noch der Abstand hier, also die waagerechte Bemaßung, das wird die 1,9 durch 2. So ist das Teil bemaßt, dann wird das Maß hier zu dieser Strecke, das wird die 10 mm und das Maß zudem, da machen wir die 0,1 und schließen das Ganze. Das mache ich jetzt fix in der 20er auch. Also auch hier neue auf XY-Fläche. Okay, zeichnen wir hier auch ein Rechteck, ein Polygon obendrauf. So, die wird blau. Na, wo bist du blau? Da. Und das wird eine Breite, also können wir auch hier mitmachen, von 1,9 mm. Und das hier wird 0,1 mm. Dann die Höhe hier, also senkrecht bemaßen, 1 mm. Und na, das Maß hier,
Das wird waagerecht bemaßt und das werden die 1,9 durch 2 mm. Haben wir das Teil auch fertig. Das wird jetzt hier auch platziert mit 10 mm und der Abstand hier, das werden 0,1 mm. So, jetzt haben wir, wenn man jetzt hier in die Ansicht geht, sieht man, das ist gleich. Jetzt gehen wir in die 19er Version, auch kurz die Ansicht und das ist hier auch gleich. So, fangen wir in der 19er Version an. Ich selektiere den Sketch und mache jetzt eine Helix. Und dann wählen wir hier die horizontale Skizzenachse aus und verlängern. Erstmal geben wir den Pitch 2 mm und hier, das wird berechnet, und zwar 60 minus 0,1 minus 2. Und schwupp, und schon klappt das nicht mehr. Das heißt, hier habe ich jetzt kein sichtbares Gewinde mehr. Warum das so ist, weiß ich nicht. Also ich mache jetzt hier mal einfach eine 50 rein. Und klappt immer noch nicht. Das löschen wir mal gerade raus. Dann machen wir hier mal eine 10 raus. Das klappt wieder. Klappt noch. 20. Geht nicht. 19. Geht. Also da scheint es mit langen Gewinden ein Problem zu geben in der Version 19. Wir gehen in die Version 20. Sketch, auch eine Helix konstruieren. Die wird auch horizontale Skizzenachse und 2 mm in der Steigung. Und hier wählen wir aus, jetzt das, was wir vorhin da gemacht haben, 60 minus 0,1 minus 2. Rechnen ein bisschen und da geht das. Also Tipp, nutzt die Version 20, wenn ihr solche Sachen machen wollt, weil in der 19er Version steckt, was die Helix angeht, anscheinend noch der Wurm drin, und in der 20er Version ist das schon geklärt. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Mein Tipp, die neue Version 0.2.0 zu nutzen bei FreeCAD. Die wird wöchentlich aktualisiert. Da gibt es immer Weekly Builds und dann kann man die up-to-date halten. Ich nutze das hier unter Linux, da kann man solche App-Images runterladen und dann kann man sich so beliebig viele FreeCADs auf die Platte packen, wie man möchte. Ob das bei Windows geht, weiß ich nicht, weil ich im Moment kein Windows nutzen kann. Aber ich denke, auch dort kann man mehrere FreeCAD-Versionen nebeneinander installieren. Gut, wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abo da. Drückt auch gerne die Glocke und einen Daumen hoch wird natürlich auch immer gesehen. Und damit wünsche ich alles Gute und dann bis zum nächsten Tutorial von Tutorius zu FreeCAD und gegebenenfalls auch Blender oder Fusion, sofern mein Windows mal wieder läuft. Tschüss!